Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir machen heute eine weitere Folge der Serie Yoga auf und mit dem Stuhl. Das heißt also, falls du noch keinen Stuhl bereitgestellt hast, dann hol ihn noch schnell. Und ansonsten brauchen wir heute keine weiteren Hilfsmittel. Das heißt, wie gesagt, hol schnell deinen Stuhl, mach vielleicht so kurz das Video auf Pause und dann geht's los. Super, also wir beginnen, indem wir mal für einen Augenblick die Augen schließen, die Füße fest auf dem Boden verankern, die Hände einfach auf die Oberschenkel legen. Lehn dich jetzt nicht an der Stuhllehne, bleib einfach aufrecht sitzen, mit deinem Gesäß gut geerdet auf der Stuhlfläche, also auf der Sitzfläche. Und dann nimm mal für einen Augenblick wahr, wie das jetzt hier ist, so zu sitzen. Nimm ganz bewusst die Fußsohlen wahr, wie sie jetzt hier auf dem Boden stehen. Versuch mal wirklich in alle Punkte des Fußes hineinzuspüren, also in deine Zehen, in den Fußballen jeweils, in die Fußaußenkanten, Fußinnenkanten. Innenkanten und die Fersen. Nimm dann dein Gesäß wahr, wie es jetzt sich hier mit der Sitzfläche verbunden hat. Und auch deine Oberschenkel getragen werden von dieser Unterlage, auf der du jetzt hier sitzt mit diesem Stuhl, so dass du dein Gewicht wirklich abgeben kannst. Wir wollen immer am Anfang jeder Praxis so einen kleinen Check-in machen, aus dem Kopf in den Körper. Und jetzt nimm mal noch für einen Augenblick deine Atmung wahr. Nimm wahr, wie der Atem durch die Nase einströmt und wieder ausfließt. Lass dabei deine Bauchdecke ganz locker, sodass sich wirklich mit der Einatmung die Bauchdecke nach außen wölbt. Und dann mit der Ausatmung die Bauchdecke wieder nach innen sinkt. Genauso der Brustkorb, auch er darf sich nach außen oben weiten mit der Einatmung. Und dann wieder in sich zusammensinken. Nimm wirklich deine eigene Atmung mit deinem eigenen Rhythmus jetzt für einen Augenblick ganz bewusst wahr. Mach dir dann auch bewusst, dass dies deine Yoga-Praxis ist und dass du immer in deinem eigenen Rhythmus, auch mit deinen eigenen Variationen üben darfst und sollst. Alles, was ich dir zeige, sind immer nur Angebote. Variiere alles so, wie es für dich am besten passt. Nimm mir die letzten bewussten Atemzüge. Und dann kannst du die Augen langsam öffnen. Wir beginnen damit, dass du die Hände hinter dem Kopf verschränkst, also die Finger hinter dem Kopf verschränkst, an den Hinterkopf ablegst und dich dann öffnest. So dass du die Ellbogen öffnest. Pass auf, dass du nicht zu sehr jetzt ins Hohlkreuz gehst. Aktiviere die Bauchmuskulatur, sodass du sie gegen quasi den Rücken hältst, als Stütze gegen den unteren Rücken.
Atme erstmal in dieser Position ruhig und gleichmäßig. Lass die Füße wirklich fest in den Boden gepresst. Bleib schön aufrecht sitzen. Und jetzt atme hier ein. Mit der Ausatmung beugst du den rechten Ellbogen nach unten. Also kommst in so eine Seitbeuge, linke Ellbogen geht nach oben. Und dann wieder einatmen, zur Mitte zurück. Ausatmen, beugst du dich nach links. Der Ellbogen rechts geht Richtung Decke, Ellbogen links geht Richtung Boden. Wieder einatmen, zur Mitte. Noch zweimal in deinem eigenen Atemrhythmus zu jeder Seite. Ganz langsam, bewusst und gleichmäßig. Wenn du dann von links wieder hochkommst, nach dem dritten Mal, halt kurz inne. Bring nochmal die Ellbogen bewusst nach außen. Und jetzt Achtung, einatmen, öffne dich nochmal mit dem Brustkorb und dem Blick Richtung Decke. Mach jetzt ein Hohlkreuz, jetzt wollen wir das. Und ausatmen machst du dich ganz rund in so einen Katzenbuckel und bring die Ellbogen so weit wie es geht zusammen. Dann wieder einatmen, wieder strecken, Richtung Decke öffnen, ausatmen, wieder alles schließen, Ellbogen kommen zusammen. Einatmen, öffnen, ausatmen, schließen. Noch zweimal in deinem eigenen Atemrhythmus. Und wenn du dann fertig bist, dann kommst du noch ein letztes Mal hoch, öffnest dich und schließt nochmal die Augen, lass die Arme wieder sinken auf die Oberschenkel, leg nochmal die Handflächen ab, entweder eben Handflächen nach unten auf die Oberschenkel oder du drehst die Handflächen mal nach oben, schaust mal, wie sich das anfühlt. Falls du im Hintergrund jetzt ein Geräusch hörst, das ist Regen, der bei uns an die Dachfenster peitscht. Ich versuche etwas lauter zu sprechen, damit du mich weiterhin gut verstehen kannst. Nimm noch mal ein paar tiefe Atemzüge hier. Spüre deine Arme, deine Schultern, deine Seiten, deinen Rücken. Und dann öffne wieder die Augen. Rutsche jetzt ein kleines Stück weiter auf deinem Stuhl nach vorne. Und jetzt wollen wir ein bisschen einen kleinen Flow machen. Aber zuerst wollen wir so ein bisschen den Körper darauf vorbereiten. Das heißt, heb mal dein rechtes Bein an, verschränk die Finger auf dem Oberschenkel und zieh mal den Oberschenkel Richtung Oberkörper und komm mit dem Oberkörper Richtung Oberschenkel. Ne? Also du näherst dich quasi von beiden Seiten an und dann stellst du das wieder ab mit der Ausatmung. Einatmend, andere Seite. Ausatmen, wieder lösen. Das ist also wirklich richtig schön abwechselnd, auch wieder in deinem eigenen Rhythmus. So ein bisschen aktivierst. Jetzt ändern wir noch, dass wir die Zehen anziehen, dass wir noch mehr Aktivität in die Bewegung bringen. Das heißt also, flex die Füße. Achte auf gute Bauchspannung. Noch ein paar Mal. Jetzt haben auch die Oberschenkel dann schon ein bisschen aktiviert, Körpermitte auch noch mal ein bisschen aktiviert. Sehr gut, wenn du das linke Bein wieder abgestellt hast, dann sind wir fertig mit dieser Übung. Und jetzt fangen wir erstmal an, die Übung, also den ersten Teil der Übung oder des Flows zu machen, indem wir jetzt das rechte Bein heben und den linken Arm gleichzeitig heben. Das heißt also, du kannst die rechte Hand erstmal liegen lassen, beziehungsweise besser vielleicht hängen lassen oder dich festhalten am Stuhl. Und dann hebst du dein rechtes Bein und gleichzeitig den linken Arm. Dann wieder absenken. Andersrum. Immer über die Diagonale. Jetzt einfach erstmal nur heben, um so ein bisschen das Thema Koordination zu spüren. Wie fühlt sich das an? Flex jeweils ruhig wieder den Fuß.
Und jetzt Achtung, jetzt strecken wir das Bein. Arm bleibt gleich, Bein wird gestreckt. Bring jetzt jeweils den Arm über die Seite nach oben. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir mal beide Arme gleichzeitig. Ist dann hinterher schon mit den Armen Bestandteil der zweiten Übung. Aber wir wollen uns langsam rantasten. Genau, jetzt Achtung, jetzt geht es in die nächste Übung. Das heißt, jetzt du hebst jetzt das Bein rechts und gleichzeitig drehst du dich nach rechts mit beiden Armen über das Bein. Dann zur Mitte, dann hebst du das linke Bein und drehst dich nach links rüber. Ja, also halt das jetzt mal oben. Du machst die Arme jetzt zwischendurch nicht wieder runter, sondern du hebst jetzt einfach nur jeweils das Bein und drehst den Oberkörper zu der Seite, wo du das Bein hebst. Koordiniere das auch wieder mit deinem Atemrhythmus. Letztes Mal links. Wenn du dann links fertig bist, dreh dich zur Mitte und lass die Arme sinken. Klopf mal deinen Bauch ein bisschen aus. Wie du merkst, machen wir heute viel mit der Körpermitte, denn unsere Rumpfmuskulatur ist ja sehr, sehr wichtig für uns. Und deshalb ist es immer wieder gut, solche dynamischen, einfachen Abläufe zu machen, wo wir aber sehr viel mit der geraden, mit der seitlichen Bauchmuskulatur arbeiten und gleichzeitig eben auch Arme und Beine mitnehmen, sodass wir am Ende wieder eine Ganzkörperübung haben. Gut, und jetzt machen wir das ein bisschen koordiniert zusammen. Das heißt also, wir beginnen in einem Rhythmus, in dem wir sagen, wir nehmen erst ein Arm, ein Bein. Das heißt also, wir beginnen mit dem ausgestreckten Bein rechts und dem linken Arm. So und so. Achtung, jetzt nehmen wir beide Arme, aber auch wieder gerade. Und jetzt kommt der Teil mit der Drehung dazu. Und jetzt geht es von vorne wieder los. Aber jetzt machen wir beide Arme und zur Seite. Nochmal zwei Arme, ein Bein. Und die Drehhaltung. So, und jetzt nochmal einzeln. Also die Runde, wie gesagt, nochmal ganz von vorne. Also wieder rechtes Bein, linker Arm. Beide Arme. Und nochmal zur Seite. Beide Arme, ein Bein. Und zur Seite. So, jetzt sind wir schön warm, was das angeht. Das heißt, dieser Bewegungsablauf, der reicht uns jetzt. Wir stehen jetzt mal auf, nehmen den Stuhl vor uns, so dass wir auf die Lehne fassen können. Wir wollen jetzt eine Drehhaltung auf in dieser stehenden Vorwärtsbeuge machen. Das heißt, komm mal so leicht gefedert mit den Knien gebeugt, ne? Also so, dass du schön locker, aber stabil stehst. Denk wieder dran, Füße gut geerdet. Und jetzt lässt du jeweils eine Hand auf dem Stuhl und mit der anderen Hand, also jetzt in dem Fall, lass mal die linke Hand auf dem Stuhl und mit der rechten Hand öffnest du dich Richtung Decke, beugst dann dein linkes Bein noch ein bisschen mehr. Das rechte kannst du strecken, kannst es aber auch leicht gebeugt lassen. Wichtig ist, dass du aus geradem Rücken dich nach oben aufdrehst, Richtung Decke, und dann kannst du, wenn du magst, mit dem Nacken mitkommen, in diese geöffnete Hand schauen, oder du schaust einfach geradeaus, lässt den Nacken neutral, und dann mit der Ausatmung drehst du den rechten Arm nach vorne am Ohr vorbei, zurück auf den Stuhl, und dann wechseln wir die Seite. Rechtes Bein wird stärker gebeugt, linker Arm geht Richtung Decke, öffne dich, atme ein, und mit der Ausatmung drehst du am Ohr vorbei, wieder zurück. Du kannst auch gerne noch ein bisschen weiter zurückkommen, sodass du vielleicht noch den Rücken noch besser strecken kannst. Schau mal, wie der Abstand für dich gut ist, wie sich das gut anfühlt. Und dann mach ein paar Mal diese Bewegung
in deinem Atemrhythmus immer schön hin und her. Sehr gut. Und jetzt drehen wir den Stuhl um. Das heißt also, jetzt bring die Stuhllehne zu dir. Und nimm jetzt ein wenig Abstand, so dass du die mit den Händen anfassen kannst. Ich muss noch ein kleines Stückchen rüberstellen, damit ich so, ne, so dass du siehst, dass du die hier anfassen kannst, oben an der Lehne, und kannst dich nach unten runterbeugen. Und der Rücken ist möglichst lang und die Arme sind möglichst gestreckt, so dass du dich zwischen die Arme mit dem Kopf hängen lassen kannst. Eben, du kannst die Beine gestreckt lassen, aber dann lass sie auch aktiv, oder du beugst die Knie und dann, ne, lässt du dich so richtig schön sinken. Der Nacken ist entspannt. Aber es gibt eine wunderbare Dehnung und Öffnung im Schulterbereich. Wenn dir das zu intensiv ist, dann lass dich nicht ganz so tief hängen. Dann komm ein bisschen weiter nach oben. So, das soll eine angenehme Dehnung jetzt sein. Ne? Aber spür da mal einen Augenblick rein, wie sich das anfühlt. Und dann komm ganz langsam wieder nach oben. Und dann bring mal den rechten Fuß jetzt nach vorne. Und den linken Fuß drehst du etwas ein. Ne? Also so, dass der so ungefähr 45 Grad zeigt. Und dann dreh dein Becken nach vorne. Halt dich am Stuhl fest. Und dann beug dein rechtes Knie mit der Ausatmung, und einatmend kommst du wieder nach oben. Ne? Also beugen und strecken vom rechten Bein. Ne? Halte ich dabei, wie gesagt, am Stuhl fest. Das ist eine leichte, dynamische Bewegung. Pass auf, dass wirklich dein rechter Fuß gut geerdet ist. Und komm sonst ein bisschen näher ran und bring auch sonst den rechten Fuß vielleicht noch ein bisschen weiter nach außen, wenn du das Gefühl hast, dein Knie schmerzt links, weil das darf nicht sein. Ne? Soll jetzt eine leichte Übung sein, und eben, du siehst auch, du kannst einen kurzen Abstand der Füße machen, du kannst die Füße auch weiter zurücknehmen, wenn sich das für dich besser anfühlt. Probier das aus. Ne? Probier immer aus, was sich für dich gut anfühlt. Und letztes Mal, bleib mal einen Augenblick unten, spür mal rein. Du kannst auch hinten jetzt mal auf die Zehen kommen. Dann hast du auch weniger Druck natürlich auf dem Knie. Es ist noch ein bisschen zum Balancieren. Kannst du hier ein bisschen bleiben. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch die Hände mal lösen vom Stuhl. Für einen Augenblick die Arme nach oben bringen. Oder einfach vor der Brust verschränken in so eine Balance. Der hohe Ausfallschritt. Oder eben, du bleibst dabei und lässt die Hände am Stuhl. Einfach kurz hier bleiben. Und dann bring den linken Fuß etwas näher wieder ran. Und dann wander wieder zurück. Eben mit beiden Füßen, weil wir wollen jetzt mit dem linken Fuß nach vorne. Den rechten Fuß eindrehen. Auch hier wieder. Ne, schau, was ist für dich der richtige Abstand. Halte ich schön fest. Und dann beug das linke Bein, um zu sehen, habe ich jetzt einen guten Abstand. Und du kannst auch den Fuß noch etwas weiter aufdrehen. Aber wichtig ist, wie gesagt, es zieht dann, wenn wir die Hüfte nach vorne drehen, sehr, sehr stark am Knie. Deshalb drehe eigentlich lieber den Fuß etwas weiter nach vorne. Und dann verankere den Fuß gut, halte ich gut fest. Und dann wirklich mit dem Ausatmen kommst du tief und mit dem Einatmen hoch. Rücken ist gerade. Wie gesagt, pass sonst wieder auch die Schrittlänge an, ne? Mach das Bein weiter
auseinander oder weniger weit. Und dann komm nach oben, dreh dann den rechten Fuß wieder so, dass du auf die Zehen kommst. Komm nochmal tief an der Stelle. Kannst vielleicht ein bisschen weiter auch nach hinten gehen, so dass du das Gefühl hast, du bist wirklich auch stabil. Und dann kannst du, entweder bleibst du wieder hier oder du nimmst die Hände. Löst die Hände, nimmst sie vor die Brust einen Augenblick oder machst die Arme nach oben. Na, also schau mal auch wieder hier, wie fühlt sich dieser hohe Ausfallschritt für dich am besten an. Finde deine Variation, das ist immer ganz wichtig. Wir dehnen jetzt hier den Bereich der Hüfte, den Hüftbeuger, den sogenannten Psoas. Er ist oft verkürzt, weil man den ganzen Tag sitzt. Sehr gut. Und dann auch hier wieder langsam Füße wieder zueinander bringen, auflösen. Kommen wir zur letzten Übung. Nimm den Stuhl nochmal andersrum und nimm die Hände auf die Stuhllehne, auf die Stuhlfläche. Und jetzt bring dein rechtes Bein nach oben in die Luft. Ne, achte darauf, dass die Zehen nach unten zeigen, dass die Hüfte gerade ist. Und entweder bleibst du hier oder du drehst jetzt die Hüfte auf und kommst in so eine kleine Balance mit der Hand auf dem Stuhl und dem Bein in der Luft. Ne? Wenn das für dich passt, die Hand in der Hüfte. Jetzt zeigen die Zehen vom rechten Fuß nach vorne. Aber wie gesagt, mach das nur, wenn du dich da sicher fühlst, sich das für dich gut anfühlt. Sonst bleib mit beiden Händen auf der Stuhlfläche und du hebst das Bein an. Und dann bring, also wenn du hier warst, dann komm wieder erst wieder zurück in diese Variante und dann bring den Fuß zurück auf die Matte. Vielleicht merkst du jetzt, dass das sehr gut für die Po-Muskulatur war jetzt, ne, für die glutealen Muskeln. Und eben auch das Balancieren auf einem Bein ist immer wichtig, um jetzt auch das Gelenk stark zu machen, die Faszien, die Muskeln, um das Gelenk herum zu trainieren im Fußgelenk, damit man nicht so leicht stürzt und sich so schnell verletzt. Und dann bringen wir jetzt das linke Bein nach oben. Wieder erst diese stabile Position mit der geraden Hüfte und den Füßen, die nach unten zeigen. Auch der Nacken ist entspannt. Bleib erstmal einen Augenblick definitiv hier, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Bauch ist fest. Und wenn du dann möchtest, dann kannst du dich ein bisschen aufdrehen mit der Hüfte. Dann zeigen die Füße wieder nach innen. Und dann kannst du entweder den Arm zur Decke bringen oder eben in die Hüfte stellen. Oberkörper ist zur Decke aufgedreht. Ein paar Atemzüge hier nehmen. Oder du kommst zurück in diese Variante, bleibst hier noch einen Augenblick. Und jetzt lösen wir das auf. Das heißt, wenn du aufgedreht warst, dreh dich wieder zurück. Und dann langsam bring das Bein wieder zum Boden. Sehr schön. So, und jetzt kannst du entweder auf deinem Stuhl wieder Platz nehmen für die Endentspannung oder du legst dich gerne auch auf die Matte. Wenn du eine Shavasana im Liegen machen möchtest, dann leg dich auf die Matte und kannst dich schon mal einrichten an der Stelle, wenn du sitzt. Kannst du ganz kurz dich noch mal eben hängen lassen zwischen die Beine. Einfach, dass du den Rücken mal kurz aushängen lässt, den Nacken kurz auspendelst. Ein paar Atemzüge hier. Und dann wieder aufrollen, zurück zum Sitzen.
Und wie gesagt, wenn du liegst, kannst du die Beine auch aufstellen mit den Fußsohlen nah am Gesäß, wenn du magst, wenn das für deinen unteren Rücken besser ist. Oder du legst dich ganz flach hin, Beine ausgestreckt, Arme neben oder auf dem Körper. Und wenn du sitzt, sorg wieder dafür, dass deine Schultern entspannt sind, dass die Hände also aufliegen, entweder auf den Oberschenkeln oder im Schoß. Und dann spür noch mal ganz kurz rein, wie es dir jetzt geht. Was hat diese Yoga-Praxis auf und mit dem Stuhl gemacht? Es war eine kräftigende Praxis heute. Dynamisch und kräftigend. Nimm nochmal deinen Atem wahr, wie er kommt und geht. Und jetzt musst du gar nichts mehr tun. Jetzt darfst du einfach nur noch sein in Shavasana. Und nun beginn deine Atmung wieder zu vertiefen. Komm zurück mit dem Bewusstsein in deinen Körper. Beginne vorsichtig Hände und Füße zu bewegen. Wenn du magst, kannst du dich auch recken und strecken. Und wenn du jetzt gelegen hast, dann zieh mal die Knie zur Brust, schaukel ein wenig hin und her. Roll dich dann auf eine Seite in die Embryo-Haltung, nimm dort ein paar Atemzüge und dann stoß dich mit der oberen Hand hoch, zurück ins Sitzen. Und wir halten die Augen noch alle einen Augenblick geschlossen, wenn das in Ordnung ist, um noch ein letztes Mal nach innen zu schauen. Schenk dir ein inneres Lächeln und bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du heute zu dieser Yoga-Praxis erschienen bist, dass du dich selbst zur Priorität gemacht hast. Und wenn du dann soweit bist, dann öffne gerne wieder deine Augen. So, willkommen zurück. Das war heute eine eben kräftigende, dynamische Praxis auf und mit dem Stuhl. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du unter diesem Video deinen Kommentar hinterlässt oder deine Fragen stellst. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du das tust und auch die Glocke aktivierst, damit du kein weiteres Video mehr verpasst.
Ich verabschiede mich von dir mit einem Lukas Samastas Sukhinobhavantu und sage bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.